Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich heute zurück zu einem kleinen Special begrüßen. Und zwar zu meinem Geburtstagsspecial, denn ich werde am heutigen Tage 18 Jährchen stellen. Ja, wir spielen Little Inferno und spätestens zeitlang in der Let's Indie-Reihe gehabt, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Ja, warum? Warum habe ich mir das jetzt rausgesucht? Eigentlich wollte ich zuerst was anderes machen, was richtig episch ist, aber das hat jetzt leider nicht geklappt. Und da ich hier sowieso das Ende unbedingt nochmal sehen wollte, machen wir eben das, ja. Wir haben auf jeden Fall noch einige Sachen zu verbrennen. Dafür brauchen wir noch ein paar Achievements. 45. Und müssen noch ein paar Kombis schaffen. So, hier. Die ohrenbetäubende Kombo, die Bodybuilder-Kombo. Das könnten wir hinkriegen. Bodybuilder, da würde ich auf jeden Fall das mal mitnehmen. Was ist das hier? Puff, Schnachtel gefunden in... Können den Kinos da... was ist das hier? Männliches Parfüm. Das hätte ich jetzt gesagt, dass das fast gut zu den Bodybuildern passt, ja. War sehr lange nicht mehr drin, aber auch sehr lange nicht mehr gespielt. Energiespritzenkombo, tödliche Laster, Katten, Kettenraucher. Gibt's sowas wie Zigaretten? Dynamite Daisy. Oder Dynamite Daisy. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, ziemlich spontan reingestartet. Und ja, bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe auch gar nicht mehr gewusst, wie weit es sind. Ich habe das Spiel so gesehen nur hin und wieder bei Sips und T-T-T-T-T-T-T-Gamer gesehen. Aber sonst eher gar nicht so. So, weitermachen. So, dann testen wir doch mal. Jetzt kommt doch mal schneller an. So, dann tun wir das mal da rein. Das männliche Stinke-Parfüm. Ui, dreh dich, yeah. Es funktioniert nicht. Warte, ich möchte das noch haben. Weil die Kombo möchte ich zuerst probieren. Wir können doch eigentlich... Ne. Was für Kombos gibt's denn noch? Verbindungsparty, Jagdkombo, Nuklearrasus. Nuklearrasur, ja, das ist ja klar. Oder? Dann hätte ich gesagt, die Atombombe und dann Rasierer oder so, wenn wir sowas haben. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht mehr, was wir alles haben. Männliche Rasierer und unstabile Ordnung. Aber die sind nebeneinander und deswegen wäre ich so drauf gekommen. Und testen wir mal das hier. Ist das die Bodybuilder-Kombo? Anscheinend nicht. Schade, schade. Oder echt nicht? Nö. Können wir eigentlich mal das probieren? Nein, auch nicht. Warum funktioniert denn heute nichts? Ja, okay, diese funktionieren bestimmt. Okay, dann gucken wir mal nochmal. Was stand hier? Pokerhand. Was für eine Pokerhand? Glaskarten braucht man fürs Pokern. Lautsprecher, echte Männer benutzen nur den Subwoofer. Wohl wahr. Bohrkettenwerfer. Importante Schnuppe sind das Größte, was männliches. Einfach mal was. Da. Toll. Ich nehme einfach mal alles, was mit männlich zu tun hat, irgendwie. Dann die Muskeln anderer Männer. Oh ja, das ist geil. Nein, nicht wirklich. Heute haben wir das nochmal gekauft, oder? Dann testen wir mal die zwei tödliche nukleare Rasur. Also jetzt komm mal klar, du machst dich noch selbst kaputt. Ich glaube, ich hätte es eher verbrennen sollen und nicht rasieren. Stimmt, ich habe ja eine Vermutung für die männliche Rasur. Ne, nicht für die, für die tödliche Rasur. Oder ne, für die... Jetzt habe ich es. Das wollte ich noch haben. Und wir gehen mal ganz hoch, so. Generation-Kombo, Sieht-Dich-Kombo, Wärmetauscher. Lol-Katze. Tödlicher Fisch, Eiskaffee. Flüssige Diät. Irgendwas Flüssiges und was mit Diät zu tun hat. Bester Freund, Ersatzpillen, nee. Schlangenüberraschung, nee. Mint. Mildly Versys Dampfer. Was? Wer kann das lesen? Es fühlt sich großartig an, solange du nicht aufhörst, es zu trinken. Ekliger Nachgeschmack. War so geheimnisvolle Würzesoße.
Hier kann man nichts trinken. Hier auch nicht. Hier kann man nur das trinken. Ja, nehme ich mal noch alles, was man trinken kann. Und zwar das. Und, oh, Kaffee geht ja auch, ne? Das. Das. Oh, ich war zu aufgeregt, wie immer. Ja, dann testen wir doch gerade nochmal das mit der... die Bodybuilder-Kombo, weil das sind ja Muskeln, ne? Und das andere ist ja so ein... Dingsbums, so. Wir wollten noch den... Wie hieß die Kombo? Irgendwas mit, Pokerhand, ne? Wir haben doch eine Hand. Die kaufen wir uns dann nachher. Das müsste wo ist denn die Hand. Das ist die hier. So. Müssen wir doch mal die zwei miteinander. Komm mal her. Und du auch. Ich weiß auch noch nicht, wie lange das geht. War es das jetzt? Ah, waren wir doch richtig. Weil wir einfach nur geil sind. So. Wir wollten noch die Hand kaufen. Gib uns die hölzerne Todeshand. Okay. So, die können wir gleich holen lassen für 2 Punkte. Die haben wir ja auch. Müssen wir nur aufpassen, dass die nicht irgendwie kaputt gehen. Oh, Spinne töten. Yay, Punkte. Was ist das denn für eine... Oh, hupsi, Spritze kaputt. Passiert so. Passt das? Müsste eigentlich. Ja, Pokerhand-Kombo. Seht mal an, wie gut wir sind. Wie viel Kombi brauchen wir noch? Hoffentlich nicht mehr allzu viele. Na, noch 6. So. Wir wollten das mit der flüssigen Diät versuchen. Dafür wollten wir noch ein paar Sachen kaufen. Was haben wir denn dafür schon? Wir haben den Kaffee, die... Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Deswegen lasse ich das mal außen vor. Brauchen wir noch das und das. So, alle Getränke gekauft, ne? Aber hier muss es noch fast abbrennen. Dann versuchen wir einfach alle 5 auf einmal. Man kann ja auch mehr auf einmal probieren, das ist ja da jetzt kein Problem. Ich nur brauchen wir den einen nicht oder den brauchen wir auch nicht mehr. Tschüss. So. Okay, aus Feuer. Okay, dann versuchen wir es nochmal. So, das hier. Das hier. Und das hier. Irgendwas davon muss ja. Toll, jetzt darf ich alles nochmal kaufen. Danke, Spiel. Dankeschön. Wirklich nett von dir. Kaffee, das und das und dann eben das nochmal. Wie hieß denn der? Der Katalog hat ja doch, glaube ich, auch immer nur mit der Dings zu tun mit... Wie heißt der mit... Ah, da ja, Kaufe und Staune. So. So, diesmal müssen wir dann aber vorsichtiger. Warte, ich muss erstmal kurz das hier wegtun. Weil die würzige Soße scheint ein bisschen explosiv zu sein, was ich jetzt nicht erwartet hätte. 4 Punkte. Du hast das Punkte Geld. Ich will Geld, ich liebe Gold. Aus. Dann tun wir mal den Rest rein und hoffen, dass es nicht wieder explodiert wie gerade eben. Ich damit jetzt einfach gleich extremst vorsichtig. Stelle es hin. Und jetzt bewege ich es nicht mehr. Und warte auf das. Ich weiß nicht, ob wir das mitbrauchen, aber ich will nicht, dass es nochmal explodiert. So, die männliche Kombo. So. Das ist männlich. Das ist männlich. Das ist männlich. Das ist männlich. Und... Das ist männlich. Können wir auch gar nicht verschnallen, ne? Was gibt's noch für Kombi? SMS-Teenie-Kombo haben wir schon. Kettenraucher, Gerichtskosten, Ohrenbetäubende. Das sind bestimmt laute Sachen. Da brauchen wir bestimmt das hier für. Gibt's da sonst noch was, was laut ist in dem Katalog hier? Das hier aber... Das ist doch noch laut. Für die besten Ergebnisse oder in Richtung Gesicht oder sensible Beine... Für die besten Ergebnisse nicht in Richtung Gesicht oder sensible Beine halten. Das stimmt wohl. Weil das ist auch noch männlich. Okay, gut. Wir wollten jetzt gerade die komische Getränke-Kombo da machen. Ah, okay, gut. Okay, dann waren es die 3 Sachen. Okay, dann haben wir die Soße gar nicht gebraucht.
Warte mal, männliche Kombos sind wie viele Sachen? 3, ne? Das heißt doch sogar männliche Schnurrbart, männliche Rasierer, männliches Parfüm, oder? Okay, imposant, aber das ist auf jeden Fall männliches Parfüm, männliche Trophäe. Okay, dann ist die Trophäe. Aber wenn da überall männliche dabei steht, ist schon irgendwie so zu denken, dass es dann alles auch zum männlichen Kombo gehört, ne? Nein, der macht wieder alles. Nein, geh weg, Alter! Könntest du mal aufhören? Jetzt schnell verbrennen, bevor der alles kaputt macht. Yay, die männliche Kombo passt ja voll zu mir. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf das Game. Und ja, als Geburtstagsspecial passt es total, weil ich verbrenne an meinem Geburtstag ja auch keine Sachen. Vor allem meine Geschenke, wer braucht die schon? Nein. So. Oh, 4 nur noch. Okay. Habe ich noch irgendwas im Petto? Die nicht mal irgendwie kaputt gehen. Danke. Kann das jetzt mal hier weggehen, der hässliche Müll da? So, dann versuchen wir doch mal das und das. Bum, 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 hat nicht funktioniert. Okay, wir brauchen Bestimmtes dafür. Das ist ein bisschen. Sonntag, Sonntag, Sonntag! Ja, ne, irgendwas, was ist noch laut? Blinkt immer noch nach all den Jahren? Unstabile Ordnung. Was haben wir denn noch so? Erkrankte Kombo, Straßenraudis Kombo, Energiespritzen Kombo. Tödliche Laster, Kettenrauch, Verbindungsparty, Ziegel und Mörser. Nukleare Rasur. Die haben wir aber schon mal getischt und haben wir sie aus Versehen verbrannt, ne? Das weiß ich noch. Ah, das war in diesem Part noch. Also so lange ist es auch nicht her. Und in diesem Special, das ist ja kein Part. Wie gesagt, der Indie, die das als Indie hatte, leider aufgehört. Nein, nicht! Nicht so! Nicht so! Hätte ich doch die Atombombe nehmen müssen. Ich versuche es mit der Atombombe, ganz ehrlich. Ja. Jagd-Kombo, Baumfeld-Kombo, rotierende Klinge. Bestäuber, mach es aus, Schriftstellerblöcke. Kalter Krieg, Gehirne, Ahoi, ja. Meta, Unterwasser, Flugzeugmodus. Puzzle-Abenteuer. Meisterhaft mit einem großen EI. Ich sag nur was mit einem Ei. Wir haben auch ein Ei. Meisterhaft, Meister. Handheld Fireplace, es ist wie ein Spiel im Spiel im Spiel. Hui, toll. Verkürzt automatisch alle Wörter um 2-3 Buchstaben oder weniger. Lol. Ich lieb dich, ich lieb dich. Ich hab schon immer so komische an dem Dings hier drüben. Das habe ich irgendwie nie gesehen. Die sieht immer noch aus wie ein Penis. Naja. Aber wir können gerade nichts machen. Dann räumen wir auf. So. Das soll auch nicht allzu lang gehen, weil ich habe heute noch ein paar Sachen zu machen. Ich habe es heute noch nicht gewusst, aber ich muss heute schon Vorbereitungen treffen. Ich nehme es schon am Mittwoch auf. Danach kommt auch jedenfalls auch nochmal Retro bei der Aufnahme. Ich sehe dir dann morgen. Aber was sage ich euch nicht. Okay, dann war's mit der Bombe. Aber wir finden es erst noch 3, oder? Ja. Die laute Kombo, was ist noch laut? Ich würde sagen, das ist laut. Das ist laut.
Warte, ich möchte mal gerade die Animation hier drüben sehen. Was ist denn sonst noch laut? Laut! Klammerbot bewegt sich unaufhaltsam in Richtung der Stadt, die ihn gebaut hat. Ach, wie süß. Spielzeug Ninja, töte dich 5-mal, bevor du auf den Boden aufschlägst. Cool. Na. Zieh mich. Ich weiß noch, wo ich am Anfang nicht geblickt habe, wie ich denn die Sachen verbrenne. Wo ich echt noch zu blöd dafür war. Das war lustig. Es gibt insgesamt 99. Cool. So, jetzt ohrenbetäubende Energiespritzen. Energiespritzen. Das ist eine Energiespritze, würde ich sagen. Das vielleicht gibt ja Energie. Was gibt denn sonst noch? Ich hatte gesagt, hier die Pillen irgendwo. Wo sind denn die da? Internet verboten. Bester Freund, Ersatzpillen, ja gut. Ob die jetzt so gut sind, man weiß es nicht. Man wird es sehen. Was ist hier noch so? Das vielleicht. Ich teste, wie gesagt, nur ein bisschen, weil ich mir nicht immer sicher bin. Nö. Was ist das hier? Pulverfass. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben das hier. Wir haben das hier für den Lärm. Wir haben das hier für irgendwie Energiespritzen. Ich nehme noch das hier mit rein. Guck mal, ob da was von stimmt. Testen wir es mal. Scheint nicht so. Schade. Irgendwo kam es sogar. Warte mal, das ist wahrscheinlich. Ich teste gerne Klickbots in Spielen wie dem hier. Ja, gut, bringt aber nichts. Wieder aus. Jetzt habe ich in einen anderen Bildschirm geklickt. Aber es ist nichts passiert. Gott sei Dank. Gerichtskosten. Kettenraucher, Verbindungsparty, Ziegel und Mörser. Ziegel und Mörser. Pyrokinese-Puppe schaut niemals recht in ihre Augen. Die hat sie ja zu, oder? Für das feuchte Gefühl in den Knochen schön. Ich würde das Spiel gerne heute irgendwie fertig kriegen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber wer weiß. Ich teste mal noch die zwei Sachen. Vielleicht funktioniert das ja, oder ist der laut? Ja, Muscle Trucks sind ja so normalerweise schon laut, ne? Testen wir es mal. Schade. Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier für den ohrenbetäubenden Kombo brauchen. Da bin ich. Ist doch auch laut. Ich guck gerade, ob ich die Energiespritzen-Kombo hinkrieg. Ich wollte gerade noch dö sagen. Den brauchen wir gerade auch nicht mehr. Komm, den verbrennst jetzt mal. Ach, schön. Ich wollte die zwei Sachen zusammen testen. Oder ist das alles Popcorn, ne? Ne, das ist alles Popcorn. Ich denke nicht, dass es passen wird. Ich glaube, da habe ich ein bisschen gefailed. Wie so oft habe ich immer wieder gefailed. Aber das sehen wir ja gleich. Oh, kann man ein bisschen gönnen. Arg lang mache ich es auch nicht mehr. Ich mache das jetzt nur so eine halbe Stunde, weil ich wirklich heute auch nochmal weg muss. Aber ich nehme hier gerade trotzdem für euch auf und versuche, was Tolles zu machen. Ich denke aber, das war falsch. Das war. Nee. Das war nix. Aber da können wir auf jeden Fall Spritzen raus. Aber wir brauchen nochmal irgendwas mit Energie.
Aber ich weiß nicht was. Virtueller Push aus deiner Lieblingsdirektive nach Hause. Aus Mario? Nichts funktioniert. Jetzt kommt Würstchen, verbrenne doch auch mal. Oh ja, verbrenne mein Würstchen. Yay. Na, ist gerade ein bisschen widerlich. Alles da reinschieben, einfach nur reinficken. Tomorrow Bugs, verwendet Tomorrow Bugs, um brandneue Sachen zu kaufen. Hä, was? Achso. Tomorrow Briefmarken. Okay. Okay. Ich bin gerade spontan eingefallen. Gestern ein paar nette Leuchtspiele gehabt, was für euch was vorgestern. So, die erkrankte Kombo. Wir versuchen einfach die erkrankte Kombo. So, dafür brauchen wir drei Sachen. So, los, 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 los! Nee, die ist doof. Was über die Straßenrotschkombo, die Umbetreibung, die Versuchung, die Energie, die Gerichtskosten. Gerichtskosten, was soll ich denn bitte darunter verstehen? Der Aktenkoffer hier, würde ich mal sagen. Was hat denn noch mit dem Gericht zu tun? Hier doch vielleicht noch mal was? Nein, was ist das hier? Buch der Finsternis. Hat allen Vorsitzenden eine Plage eingebracht. Heute im Angebot. Testen wir einfach mal das hier. Jetzt komm, das war doch laut. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Naja, Gerichtskosten-Kombo. Was hat denn noch Gerichtskosten oder mit Gericht zu tun? Ja, Leute, ich habe gar keine Ahnung. Bin am Nachdenken. Gerichtskosten. Keine Ahnung. Miss nur selbst, Achtung, Actionfigur. Takelt in jeder Ecke, jeder Bar und jeder Verbindungsfeier. Hey! Das helfen mir war gerade schrecklich, ne? Was haben wir denn hier sonst noch so? Kettenraucher-Kombo, tödliche Laster-Kombo. Ziegel und Mörser Jagd-Kombo. Was braucht man denn zum Jagen? Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir jetzt eigentlich noch drei oder? Ja, drei nur noch. Oh, ich würde die gerne noch in der Folge schaffen. Energiesprossen kommen, Gerichtskosten kommen, Kettenrauch kommen, Vermögenswerte, die Ziegenmasse. Baumfeld. Das könnte auf jeden Fall zur Jagd-Kombo, ist mir gerade so eingefallen. Baumfeld, eine Kettensäcke. Wir haben noch mal irgendwas, was mit. Habe ich nochmal so wie eine Kettensäge? Ach ne, das war der Entsafter da, ne? Baumfeld, also eine Kettensäge auf jeden Fall. Eine Holzfälle hat auf jeden Fall noch und der virtuelle Baum. Könnte man das zur Jagd-Kombo zählen? Nur Mutige können dieses feurige Biest zähmen. Jagd-Kombo. Da können wir euch auch die Holzfälle entnehmen, oder? Nimm das mal noch mit. Ja, du mich auch. Wupp, 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 da. Okay, die Baumfeld habe ich jetzt und die Jagd-Kombo testen wir dann auch mal.
Bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Jetzt brennt sie schon selbst. Schnell. Müsste aber eigentlich stimmen. Nichts? Okay, aber wir brauchen bestimmt den Baum und die Kettensäge. Aber was dann noch dazu? Wenn nicht die Hand, was dann? Wenn nicht die Hand, was dann? Ich versteh's nicht. Komm, mach mal alles sauber hier. Ist ja schrecklich mit dir. Geh. Weg. So. Dann das. Das und das. Nee, auch nicht. Vor allem Jagdkombo. Irgendwie fällt dir immer nur eine Komponente ein, die stimmen könnte, weil das ist ja klar für eine Jagd. Aber dann denkst du, was brauche ich noch dafür? Hey, was für eine Jagd? Finde ich eher nicht so. Luftballons vielleicht. Nein, aber. Ist aber schon schwer. Vogelscheuche, aber. Ne? Ich würde eigentlich schon gerne noch weiterkommen, bevor hier Schicht im Schacht. Ich glaube, ich möchte es doch gleich rennen, dass ich es morgen noch von uns raushauen kann. Wir haben es 999, 0, komm, jetzt kaufen wir noch einmal über das die teuersten Sachen. In jedem Buch. Und dann wird es auch noch witzig. Oh, die können wir verbrennen, dann können wir uns auch nochmal eine Sache kaufen. Eine Sache noch und dann hören wir einfach auf. Vielleicht kriegen wir ja auch zufällig eine Combo, wer weiß. Jetzt warten wir einfach nochmal den Rest. Und ja, vielleicht kommt es nochmal irgendwann mal, weil ich möchte das Spiel schon nochmal fertig kriegen. Bum, 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 bum. Ich rutsch immer in den zweiten Bildschirm rein. Komm, ich nehme die mit in den zweiten Bildschirm. Ach man, das geht nicht. Warte, nochmal und los. Nein, komm mit, komm los. So, am TS vorbei in den Upload. Ach man. So. Was beschleunigen wir? Beschleunigen wir mal das Pulverfass, dann ist das schon da. Hallo Festlen. Wir können auch noch mal ein paar Bilder holen. Was habe ich denn da? Upsi, wollte ich eigentlich gar nicht. Oder nicht hier gucken. Das wollte ich eigentlich gar nicht, sage ich wie es ist. Wird noch ein paar Fotos, weil die dauern ja nicht lange. Das für Ordner? Noch leere, ne? Komisch. Egal, ich habe eigentlich mittlerweile noch mehr Bilder, aber die sind immer noch die alten. Nehmen wir noch mal das alte Happy Birthday Special, das passt doch gerade gut rein. Aber wir haben nichts mehr, ne? Oder wir können nichts mehr holen. Wir haben mal den Mond, der zieht alles an. Wir haben das komische Teil, das ich eigentlich gar nicht wollte. Und ich insgesamt noch ein, zwei Minuten Zeit, da können wir noch ein paar Bilder holen. Ist der Mond eigentlich hinter allem? Kann das sein? Ist das möglich? Noch mal ein paar Fotos. Das möchte ich haben. Oh, mein übermäßig richtig altes Aufnahmestudio in Anführungszeichen. Das war eher ein Krampf, aber naja. Wird alles vom Mond angezogen. Und ich kann nicht dann kommen. Außer ich zwerg, wo ist denn der Mond? Der ist hinterm Bild, ne? Ja. Los, kommt alle zum Mond. Wo ist denn der Fernseher da? Ja, los, seid der Mond. Seid der Mond. Da guckt, seht ihr, so habe ich früher aufgenommen. Seht ihr den tollen, warte, ich möchte es drehen. Seht ihr das tolle Mikro da, ja, das war ein Guitar Hero Mikro, das habe ich als Großfunkrad-Mikro benutzt. Hallo.
Was haben wir denn da sonst noch so? Ja, guck mal, da habe ich Folge 100 gerendert. Naja, wenn ich mich nun... Also Folge 100 vom Retro, nicht vom von History Minecraft. Und lol, weil ja Season 4 schon so toll rauskam, ne? Ja, Season 4 war eigentlich für gestern schon angekündigt, also für eigentlich schon für Dienstag und wir haben jetzt Donnerstag. Und ich sag mal, so viel heute ist Mittwoch und es ist noch nicht da. Bin mal gespannt, ob es sich morgen ändern wird. Die Bilder tanzen da voll durch dich rum. Ich würde gerne den Mond selber bewegen können. Ich nehme mich dann, wo ich hin soll. Oh, warte mal kurz. Ich muss noch mal rein. Und ich auch. So, jetzt kommt alle zu dem Mond. Kommt alle in die Mitte. Kommt. Kommt, kommt, kommt. Alles da? Gut, dann verbrennen wir das jetzt. Halt, wartet. So. Nein? Da. Da. Und jetzt greift alles über. Und es brennt ein letztes Mal in diesem Special. Wir werden dieses Spiel irgendwann wieder spielen. Jetzt war es erstmal ein Geburtstags-Special. Aber irgendwann, ich weiß nicht wann, wird es wiederkommen. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Guckt unten in die Beschreibung, da ist die Playlist von den Indie-Projekten. Da findet ihr auch Little Inferno. Ich glaube, 15, 16 Folgen haben wir da gemacht. Ja, wie gesagt, wir, das sind ein paar mehr dabei. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt mal meinen Geburtstag feiern. Na, was gibt es da noch zu sagen, außer Spende verbrennen und natürlich Tschüss.